Bei herbstlichem Wetter, Verspannungen im Nacken, Schulterbereich, da darfst du heute mitmachen bei den 5 Minuten für deine Schulter mit dem Training auf dem Mini-Trampolin. Mein Name ist Marianne Brenninger und seit mehreren Jahren gebe ich schon Gesundheitskurse auf dem Mini-Trampolin. Und es ist echt, wenn ich Studien lese, mich mit KundInnen austausche, bin ich immer begeistert, was da für Effekte möglich sind. Heute geht es um die Schulter. Die Fragen, die mich immer wieder erreichen, ist einfach, dass sie sagen, ich habe Schulterschmerzen, ich kann heute nicht aufs Trampolin gehen. Dann ist die Frage, funktionieren die Beine? Ja. Ist es eine akute Verletzung? Nein. Dann ab aufs Mini-Trampolin. Natürlich, wenn wirklich grippale Infekte gerade bei herbstlichem Wetter sind, dann einfach vorsichtiger sein, sich überlegen. Wenn man nur in der Akutphase ist, dann ist einfach Sportpause angesagt. Da freut sich dein Körper drüber. Und wenn es dann wieder passt, dann legst du los. Und wenn dir die Impulse fehlen, die Ideen ausgehen, du sagst bei den körperlichen Themen, ich habe Angst, aufs Trampolin zu gehen, dass ich mir wehtue, bevor es rumsteht, kannst du dich jederzeit bei mir melden. Wir können direkt miteinander arbeiten. Du kannst im Online-Training bei mir vorbeischauen. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Wenn du dich bei mir meldest, dann freue ich mich. Wir starten los und erst ausrichten auf dem Mini-Trampolin, ankommen. Das ist der erste Schritt. Das heißt, deine Schultern müssen gerade noch gar nichts machen. Ob du mit Turnschuhen drauf gehst oder barfuß, entscheidest du, um mehr Gefühl, mehr Körperbewusstsein zu kriegen, ist barfuß in meinen Augen eine sehr coole Möglichkeit. Und diese Unebenheiten auszugleichen, braucht deine Fußmuskulatur, die wird automatisch mittrainiert. Also, währenddessen ich dir die Sachen erzähle, schwingst du schon, marschier ein bisschen zurück und schau einfach mal, was macht die Schulter beschwerdefrei. Dann ist das schon mal ein gutes Zeichen. In der Zeit kannst du schauen, dass hier unten Füße, die Zehen locker sind, Bauchnabel anspannen und dann geht's schon los. Die Schultern ziehen mal hoch, runter. Hoch, runter. Und nochmal zieh einatmen, hoch, halten und runterziehen. Nochmal ein und aus. Nochmal einatmen, hoch und aus. Und wieder schneller ein, aus. Zieh hoch, runter. Das bestimmst du, es ist dein Training, wie intensiv du das machst. Genau, es sind schon 30 Sekunden, wo du nur die Schulter hoch und runter ziehst. Und diese Minischritte, die sich momentan in dieser schnelllebigen Zeit so unfassbar langsam anfühlen, sind genau die richtigen. Und das Training nimmt dir danach keiner mehr. Okay, die Schultern drehen ganz kurz Pause und wir nehmen die Arme erstmal hier ganz locker in die Drehung, Daumen drehen nach außen, innen drehen, drehen. Du bestimmst, was deine Beine machen, das heißt, du kannst da lockeres Cardio-Training draus machen. Arme lass mal vor, rückpendeln. Bewusst ist jetzt hier der Einstieg langsam, ja? Wer mehr Cardio will, fängt das Laufen an. Knie ziehen nach vorne. Genau. Ja. Wenn es gut ist, dann darf die Pendelbewegung größer werden. Genau. Lockeres Laufen, wenn zu anstrengend, bleib beim Schwingen. Pendel vor, rück. So, wir nehmen den Arm jetzt intensiver. Erfahrungsgemäß ist es ja nur eine Seite, die bei den Schultern wirklich Probleme macht. Und der Arm pendelt vor, rück. Genau.
mehr nach hinten ziehen. Versuch jetzt während des Pendelns, dass es mehr wird. Ziehen, ziehen, ziehen. Genau. Beide Arme wieder. Pendeln. Und wie gesagt, du bestimmst. Joggen oder schwingen. Andere Seite. Jawohl. Und auch hier wieder Fokus auf mehr nach hinten ziehen. Bleib mit dem Arm nah am Körper. Wenn du dir nicht sicher bist, wie die Bewegung bei dir ausschaut, ist dann mein Tipp für dich, einen Spiegel zu benutzen. Und also die Schulter hat immer einen Fokus beim Training auf dem Mini-Trampolin in meinen Stunden und im Online-Mitgliederbereich. Da habe ich ein Special drin für Schulter, Halswirbelsäule. Und wenn dich das interessiert, für mehr Infos, kannst du dann unten einfach nachschauen, was da alles dazugehört. Genau. Arme nehmen wir jetzt nochmal zur Seite. Jetzt klappt es meistens besser. Ein lockeres Cardio-Training. Versuch die Hände hinten am Gesäß vorbeizubringen. Arme dürfen weitermachen und vorne weiter. Vorne schwingen. Ja, Arme zur Seite halten, greifen hinten, hier nochmal die Dehnung, Aufrichtung. Es darf hier vorne im Brustbereich ziehen und nutzt ein sanftes Schwingen dazu. Kinn nochmal leicht anheben, mehr Streckung. Weiteratmen. Wieder lösen. Und das waren jetzt schon mal dein Training auf der Schulter für dich. Ja, genau. Das Training für dich auf dem Mini-Trampolin, speziell für deine Schulter. Die Übungen, such dir da 4 aus und noch weitere Tipps findest du dann einen Blogartikel, den ich unten mit verlinke.